Ach genau, hier waren diese Feuerfallen. Die haben mir natürlich damals nichts getan, aber jetzt ist... Oh. Halt! Stopp. Hm? Warum kann ich den nicht... Warum kann ich den nicht looten? Was ist denn... Jetzt. Ach ja, stimmt. Hier waren die schlafenden Banditen. Die waren voll cool, die Jungs. Ach, die Feuerfalle geht doch mal aus. Krass. Naja, so stark ist sie gar nicht. Ich hatte die stärker in Erinnerung. Ja, Elder Scrolls, MMO. Naja, wie gesagt. Finde ich halt nicht so stark. Ach, man hätte die ganze Mordgeschichte hier auch abkürzen können. Na, versuchen wir es mal. Nee, falscher Gegenstand. Na, warte mal, ich speichere mal lieber jetzt, weil das, wenn das hier nicht klappt, möchte ich mich gerne komplett rumschleichen. Habe ich das gerade weggeworfen? Ich drücke mal R, weil ich das... Kann man auch da oben das Ding auslösen, das ist auch ganz lustig. Was? Ich hab verschossen? Verdammt, wie konnte das denn passieren? Habe ich mich gerade wirklich so extrem verdrückt? Ah, siehst du, Feuer ist auch irgendwo. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, den Typen nach oben zu bringen. Krass, wa? Ja, man hätte auch das Ding da oben drin gehen. Da hätte man sich einfach hinter den Land geschlichen. Was? Bei mir ist links ein riesiger Streifen, einfach in weiß. Folge ist nicht mehr möglich. Hä? Also mir wird angezeigt, dass hier alles in Ordnung ist. Das tut mir dann sehr leid, wenn es da technisch... Vielleicht mal neu laden? Also, laut Bericht hier ist alles super. Na. Burnout Loot? Ja, da kommen wir doch gleich rum. Ganz ruhig. Müssen erst Leute umbringen. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Also mit Bogen ist ja auf Dauer ein bisschen langweilig, wenn man so aus Entfernung schießt. Das ist der Heizhauer in meiner Hand nicht. Natürlich kann man den Bogen nicht immer vermeiden. Ich hoffe, da hinten stehen nicht noch mehr. Vor allem am Anfang sind die so schön schwach, da reicht dieser Dreifachschaden locker. Was? Ich wollte gerade sagen, da reicht der Schaden locker aus, um jeden Gegner umzunieten, aber... Ist da jemand? Nö, nö, hier ist niemand. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Du hast gar nichts gehört. Nein! Dieser Vollidiot! Warum rennt er nicht einfach weiter? Ah! Ich hätte mir die ganzen Pfeile auf. Sammeln. Benutzt du irgendeinen Mod? Nach wie vor immer noch nur meine Interface-Mods. Also nichts, was das Spiel an sich verändert. Na komm, ganz lang. Oh cool, es verbessert sich Schleichen von alleine. Hervorragend. Pfeile aufsammeln und weiter geht's. Guten Eisenpfeiler. Wie viel Schaden ich erst mit guten Pfeilen machen würde. Aber das hebe ich mir für die schwierigeren Ermordungen. Oh, Orkpfeile. Schon mal nicht schlecht. Das hebe ich mir für die schwierigeren Ermordungen vor. Warte mal. Ring des Dringender Fliegen. Erstmal die Granate. Erstmal der Granatring kommt mit. Und die Rolle der Harmonie. Uch, die ist 500 Gold wert. So, was habe ich hier gerade gesehen? Hinrichtungskapuze. Herzlichen Glückwunsch. Diadem der Geringen. Das Blocken mit Schild. Ich muss mal irgendwie mal einen niederen Ritter. Schwere Rüstung. Hey, flinke Finger, das ist doch viel besser. Was haben wir hier noch? Schönes, silberne Granatring. Also ich muss mir mal irgendwie eine Halskette besorgen, die man vernünftig einen Effekt hat. Okay, alles klar. So weit, so gut. Zwergenspinne. Ah, nee, Zahnräder sind mir im Moment ein bisschen zu dolle schwer. Altowein, das ist zwar 12 wert, aber ach, komm. Aber hier schlafen tonnenweise Leute. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil die kann man alle erdolchen. Also zumindest letztes Mal, wo ich hier war, haben hier ziemlich viele Leute geschlafen.
So, da können wir gleich da unten die Freunde looten, aber erstmal... Ah, nee, Experte kriegen hier auf. Also, klar kriege ich Experte auf, aber nur unter Anwendung von zig Millionen Dietrichen. Ah, das wollen wir alle nicht. Tja, das hast du dir auch anders vorgestellt, wa? Alleine davon. Schildzerschmetterer. Für das Gewicht? Ich nehme mal mit. Dieses Öl. Du hast ein anderes Menü als ich. Ja, ja, das ist ein... Schlüssel zum Irrgland, Handkorzium. Das ist halt der Interface-Mod, den ich habe. Das nennt sich SkyUI oder so. Und das ist halt ganz praktisch, weil da hat man halt noch eine Suchfunktion. Man findet darin besser Gegenstände und, und. Das habe ich mir mal irgendwann zugelegt, weil einfach mein Inventar so voll war immer und ich nicht klargekommen bin mit allem. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Man konnte sich hier rumschleichen und dann hätte man die beiden Typen. So. Und. So. Hätte man alle töten können. Haben wir natürlich nicht gemacht. Genau, das, ach ja, das ist hier die andere Seite. So war das, genau. Das wäre ganz lustig gewesen, aber... Bogenschießen war auch ganz cool, ne? So, ich gehe jetzt hier nochmal komplett durch, wenn wir schon mal hier sind. So schnell kommen wir hier nicht wieder her. Wann habe ich doch hier noch jemanden rumschleichen sehen? Da. Ich versuche ja mehr Kills mit Messer zu machen, ne? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Hab mich, glaube ich, im letzten Moment noch gesehen. Ich war zu voreilig. Ja, Grimpf. Nee, ich kann mich nicht verstecken. Warte mal, hier die Ecke. Die hat mir doch vorhin schon gute Dienste geleistet. Woher weiß er, dass ich hier bin? Nein, hau ab! Oh. Vielleicht kann ich so wie... Bleib doch mal ein bisschen im Feuer stehen, verdammt. Oh, das wird wohl mein Tod sein. Brenn das Öl ab. Ja, super Vorschlag. Allerdings... Oh, verdammt. Ich habe gerade gefailt. Ich habe gerade wirklich alles Mana verbraucht, was ich habe. Naja, vielleicht reicht es noch für eine Sekunde Funken. Ja, super. Es hat wirklich für eine Sekunde Funken gereicht, aber... Die Leute sind halt doch ein bisschen dolle stark für mich, wenn ich nicht meinen Superbogen habe und heimlich treffen kann, ne? Ja, das stimmt allerdings. Aua! Mir fällt gerade die Notfall ein, denn die Notfallkraft, aber... Warte mal, habe ich noch einen Halbpierpot? Oh scheiße, ich werde jetzt sterben, weil ich... Ah, kacke. Ach ja, mir ist gerade so 20 Sekunden zu spät eingefallen, dass ich ja einfach mal die Typen auch anschreien hätte können. Da hätte ich alle Zeit der Welt gehabt, wegzurennen oder beziehungsweise ihn nochmal zu erdolchen. Na gut, jetzt bin ich hier oben, das kann ich mir auch sparen. So, wir versuchen es nochmal den Typen abzudolchen, das muss auch gehen. Bis hier liegt noch ein Buch. Schleichen! Yay, jetzt wird es klappen. Dum-di-dum-di-dum. Hier eine Kiste. Erstmal speichern und. Ja. Gute Ohren, der Mensch. Fuck. Oh, verdammt, da war ich schon entdeckt. Das ist ja doof. Na. Gott sei Dank, der kann den durch die semi-transparente Textur durchsehen. Machst du morgen auch einen Livestream? Ja, eben nicht, weil ich morgen... Das mache ich das ja heute, weil ich morgen bin ich nicht da. So, ich bin da, also morgen Abend bin ich nicht da, denn wenn ich Livestream würde... Ich habe auch noch sowas wie Lear Relive, das glaubt man kaum, ne? Warte mal, der wird das sicherlich gleich wenden. Genau jetzt. Guck genau in meine Richtung. Ich mit einem riesengroß leuchtenden Heilzauber in der Hand. Was ist das denn? Das geht irgendwie nicht. Das ist ganz komisch. Der sieht mich ja nicht, wenn ich hier stehe, oder? Nein. Guckt zwar in meine Richtung, aber... Ist da jemand? Alter Schwede, ist der Typ Tanky.
Das war gerade der 12-fache Schaden, ne? Und der hat das trotzdem überlebt. Gut, dann habe ich ein Problem mit Kollege Raufbold. Dann weiß ich noch nicht, wie ich den Code kriegen soll. Ich meine, mit dreifachen Schaden vom... Obwohl, warte mal, der Pfeil macht ja viel mehr Schaden. Vielleicht, wenn ich... Ach, verdammt, ja. Das war jetzt... Burn, warum nur mit Dolch? Mach ich mit anderen Waffen auch 12-fachen Schaden? Wenn ich mit meinem Schwert 12-fachen Schaden mache, dann ist natürlich, dann ist natürlich gut. Ach stimmt, das war ja erst der letzte Punkt, dass es nur für Dolche gilt, ne? Na denn, warte mal, denn... Ich muss mich ein bisschen ranhalten, glaube ich. Das war eine Überraschung. Oh, verdammt, das war jetzt nicht so gut. Ach, Mann. Doof, 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 doof. Schwert mit Skillung, glaube ich, 4-fachen. Ja, aber ich mache ja den... Ich mache ja den... Den... Ja. Ist da jemand? Krasser Typ. Aber er hat mich echt nicht entdeckt. Schwert mit Skillung? Ja, warte mal. Das können wir mal kurz zusammenrechnen. Also, für... Hä? Warum dreht sich das so? Von hinten angreifen macht 2-fachen Schaden. So, dann habe ich die Schattenhandschuhe. Überraschungsangriffe versuchen doppelten Schaden. Sind bei mir 4-fach. So. Dann habe ich übrigens eine neue Stufe. Und wir investieren heute mal in Gesundheit, weil wir so oft sterben. Und dann haben wir hier noch Schleichen. Und nein, hallo? So, jetzt haben wir hier Heimtücke. Schleichengriffe mit Angriffen versuchen den 6-fachen Schaden. Das heißt, wir machen schon mal den 12-fachen. Da gibt es zwar irgendwie keinen Sinn, aber naja. Hier, und das ist das Letzte, was ich brauche mit den 15-fachen des normalen Schadens. Das würde sich dann auf 30-fach verbessern. Oh, jetzt habe ich gerade zu eilig geschlichen. Sieht der mich ernsthaft nicht, wenn ich einfach stehen bleibe? Krass, er muss quasi gegen mich gegenrennen, bis der mich sieht. Krank. Naja, wenn ich das jetzt nicht mal versauen würde mit dem Schleichen, wäre das auf jeden Fall noch viel kränker. Aber ich hab's ja gerade irgendwie 5-mal gegen den Baum gefahren. Ist da jemand? Naja, das ist irgendwie... Ich schleiche irgendwie zu laut. Glaube ich, warte mal. Kann ich nicht irgendwie einen Skillpunkt daran versetzen, dass ich schneller schleichen kann? Ach so, Gesundheit, ja. Was haben wir denn hier noch? Lautes Bewegung, du löst keine Druck... Was bringt das denn, bitteschön? Lautes... Gehen noch ran, wie schnell du entdeckt wirst. Das brauche ich. Das hier. Stille. Auf 70 brauche ich das. Du unterbrichst den Kampf, um noch einen Gegner zu suchen. Ach so. Hm. Naja, gut. Das ist. So weit sind wir noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein. Ja, der Banditenraufbeut ist natürlich saumäßig hart, ne? Also, den kriege ich mit normalen Mitteln, glaube ich. Warte mal, mir fällt gerade ein. Vielleicht muss ich den gar nicht mit normalen Mitteln tot kriegen. Rolle Harmonie. Wenn er mich nicht vorher töte, ne? Oh. Scheiße, ne? Verdammt. Für den Druckplatten ist. Bin durch voll aus, hast du den 30-fachen? Ja, hab ich. Das ist ja durch so cool. Du bist ja auf Stufe 10, hast ja von neu angefangen. Ja, nein. Das kann man sich komplett angucken, wie ich den hier angefangen habe. Das ist. Das mache ich schon seit letzter Woche. Warum habe ich den jetzt hier? Third Person. Hä? Da ist der Typ. Vor allen Dingen, das hat doch vorhin mit dem Randschleichen super funktioniert. Warum meckert er jetzt darum? So, jetzt aber. Ha! Geht doch! Weil es A nützliche Fallen gibt und B die Umbaufsam und B andere Fallen trotzdem ausgelöst werden. Achso. Übrigens hat das jetzt geklappt mit einem 12-fachen Schaden. Also Moment, wir müssen das mal kurz reflektieren. Also, das Elfenschwert macht eine 12 Schaden? Das ist übrigens gestohlen. Fällt mir gerade auf. Na gut, der Elfen. Na, ich sollte vielleicht mal ein... Warte mal, ich level mal einhändig, statt hier um was mit Schleichen. Das, sonst macht dadurch nicht so viel Sinn, wenn man mit Waffen keinen Schaden macht, ne? Warte mal, einer... Zack. Landknecht. Jetzt macht das Ding nämlich 15 statt nur 12. Das ist schon mal bedeutend mehr. So, Tür.